Nur 10 cm breit ist ein Schwebebalken. Ein verdammt schmaler Grat. Pauline Schäfer besitzt ein ganz besonderes Gefühl dafür, die richtige Balance darauf zu halten. Doch der Weg bis zu dieser Perfektion war lang und hart. Immer wieder treibt ihre Trainerin sie und ihre 4 Jahre jüngere Schwester Helene zu Höchstleistungen. Also ich weiß noch ganz genau, dass ich, bevor ich zum Training gegangen bin, auch schon ganz viel Angst vor dem Training hatte, in die Turnhalle zu gehen, weil ich ganz genau wusste, sobald ich jetzt anfange zu trainieren, sind die Schmerzen wieder da und sind auch so stark, dass ich mich eigentlich gar nicht bewegen konnte, aber trotzdem eben turnen musste. Wir wurden nicht geschlagen oder sonstiges, aber es wurde halt immer so massiv Druck ausgeübt, dass wir eigentlich oder dass wir einfach immer funktionieren mussten. Und Pauline hat funktioniert. Beautiful. Really cool. 2017 holt sie eine historische Goldmedaille bei den Kunstturn-Weltmeisterschaften in Montreal. Die erste Frau, die für den Deutschen Turnerbund Weltmeisterin wird, auf dem Schwebebalken. Ich will durch meine Geschichte einfach auch vielen Mädels, die vielleicht das selber erlebt haben, ich will ihnen Mut machen und auch diese Mädels auffordern, zu sprechen, weil nur wenn man über irgendwas spricht, kann man das Ganze auch verarbeiten. Und deswegen nutze ich meine Stimme, um einfach das transparent zu machen. Pauline wird zur Galionsfigur eines Sports, bei dem Disziplin eine große Rolle spielt. Und in dem in den vergangenen Jahren immer wieder Skandale an die Öffentlichkeit kamen. Die Berichte der Turnerinnen aus der Schweiz, England oder Amerika gleichen sich. Eine Kultur der Angst und der ständigen Demütigung scheint im internationalen Turnsport üblich zu sein. Aus Deutschland gibt es bislang noch keine öffentlichen Statements von aktiven Turnerinnen über negative Erfahrungen während ihrer Karrieren. Bis jetzt. Pauline ist 15 Jahre alt, als sie nach Chemnitz zum Olympiastützpunkt wechselt. Hier soll sich entscheiden, ob sie es schafft, eine internationale Kunstturnkarriere zu machen oder nicht. Weit weg von der Familie und der Heimat im Saarland wird die Turnhalle zum Lebensmittelpunkt für den Teenager. Ja, also das Klima war am Anfang schon so ein bisschen einschüchternd, weil es war schon eine große Sache, so weit von zu Hause weg. Ein strenger Trainingsplan, morgens in die Schule, dann zum Training, dann wieder in die Schule, dann wieder zum Training. Und man hat halt deutlich gemerkt, dass es jetzt nicht nur um Sport geht, sondern um Leistungssport. Im Kunstturnen sind Kraft und Eleganz gleichermaßen gefordert an den für Frauen 4 Turngeräten, Stufenbarren, Schwebebalken, Sprung und Boden. Mädchenkörper sind dabei Frauenkörpern gegenüber im Vorteil. Kamen dann auch so Sprüche wie, wenn ich dich sehe, muss ich heulen oder kein Wunder, dass es nicht klappt, du bist einfach zu schwer. Das waren halt täglich damit konfrontiert zu werden, ist halt schon in einem schwierigen Alter, gerade in der Pubertät, sehr problematisch und führt auch eher zu keinem guten Selbstwertgefühl. Und viele, die halt einfach den emotionalen und familiären Rückhalt von der Familie nicht haben, die gehen einfach unter. 2013 wechselt auch Paulines jüngere Schwester Helene zum Leistungszentrum nach Chemnitz. Sie ist damals 12 Jahre alt. Die beiden Teenager geben sich in dieser Zeit gegenseitig Halt. Also ich hatte schon fast immer sehr mit meinem Körper zu kämpfen, hatte viele Verletzungen. Und die schlimmste Verletzung war dann meine Hüfte. Da hatte ich
ich glaube, 1,5 Jahre lang starke Schmerzen. Und es wurde anfangs auch, also konnte nicht aufgeklärt werden, woher die kommen. Und durch das Training und die Belastung ist das natürlich immer schlimmer geworden. Ich war dadurch natürlich nicht mehr so leistungsfähig. Man hört schon auf seinen Körper. Ich wusste auch damals, dass mein Körper mir eigentlich sagt, dass ich aufhören muss. Aber ich selbst war entweder in der Situation, dass ich mich nicht getraut habe, zu meiner Trainerin zu gehen, weil ich ganz genau wusste, dass sie dann wieder böse oder sauer auf mich ist, weil ich nicht trainieren kann. Ja, und das wurde einfach nicht akzeptiert. Von 2013 bis 2016 holt Helene 8 Medaillen bei deutschen Jugendmeisterschaften. Sie hat großes Potenzial, doch die Schmerzen hören nicht auf. Dann hat mir meine Trainerin vorgeschlagen, Tilidin auszuprobieren. Die Schmerztabletten hatte sie damals selbst verschrieben bekommen von ihrem Arzt, weil sie auch eine Hüft-OP hatte. Und ich habe mich anfangs, oder ich fand das anfangs eine gute Idee, weil ich gedacht habe, gut, es sind auch Schmerzmittel wie Ibuprofen und vielleicht hilft mir das ja. Weil ohne konnte ich einfach keine Wettkämpfe mehr tun. Dafür waren meine Schmerzen viel zu stark. Das ging auch dann so weit, dass ich nicht mehr normal sitzen konnte. Ich konnte nicht mehr normal liegen und nicht mehr auf der Seite liegen, weil meine Hüfte einfach zu viel wehgetan hat. Und mit den Schmerzen musste ich halt Spagatsprünge machen, die ganzen Elemente touren, Wettkämpfe touren und das ja ein Dreivierteljahr lang. Tilidin ist ein schmerzstillendes Opioid und kann körperlich abhängig machen. Gegenüber dem Spiegel möchte sich die damalige Trainerin von Helene und Pauline nicht äußern. In einem Schreiben ihres Anwalts an den Spiegel betont dieser jedoch, dass in den Äußerungen Dritter eine Vielzahl von Unwahrheiten und haltlosen Vorwürfen enthalten seien. Helenes Leidensweg geht weiter, bis ein Arzt 2017 endlich eine Fehlstellung der Hüfte diagnostiziert, die schnell operiert werden muss, um Langzeitschäden zu verhindern. Mittlerweile kann Helene überwiegend schmerzfrei trainieren. Turnerisch hat sie keine großen Ziele mehr. Sie macht nächstes Jahr Abitur und wird dann mit dem Kunstturnen aufhören. Also ich wünsche mir, dass die ganzen jungen Mädels und Frauen, die dort am Stützpunkt trainieren, nicht das Gleiche durchmachen müssen, wie wir das damals gemacht haben. Ich wünsche mir, dass auf jeden Fall der menschliche Umgang mit den Sportlerinnen wieder im Vordergrund steht und sie nicht als Objekte gesehen werden oder als nur Hoffnungsträger für die nächste Medaille. Und dass einfach da mehr Kommunikation und Zusammenarbeit stattfindet. Die beiden Schwestern trainieren nach wie vor im Leistungszentrum in Chemnitz, allerdings mit einem neuen Trainer. Pauline möchte nächstes Jahr an den Olympischen Spielen in Tokio teilnehmen, bevor auch sie mit dem Turnen aufhört. Es kann mir keiner erzählen, dass er das, was da drüben in der Halle passiert, für gut empfindet. Also ich wünsche mir auf jeden Fall mehr Transparenz im Sport. Dass viele Menschen darauf aufmerksam gemacht werden, was es bedeutet, so einen Weg zu gehen. Vor allem auch die Eltern, die ihre Kinder in Stützpunkte schicken und vermeintlich das Gefühl haben, dass sie in guten Händen sind. Dass der Turnsport im Allgemeinen einfach ein bisschen mehr und besser überdacht werden muss. Ein Leben ohne Kunstturnen kann sich Pauline Schäfer im Moment noch nicht vorstellen. Für sie geht es jetzt erstmal darum, den Spaß am Training wiederzufinden.